So macht man einen Lippenbalsam mit Skibutter und Kakaobutter. Ich zeige, wie es geht. Man braucht Skibutter, Kakaobutter, Öl und auf Wunsch Lebensmittelfarbe und Backaroma. Zum Schmelzen der festen Zutaten braucht man ein warmes Wasserbad. In ein Glas gibt man das Öl, die Kakaobutter und die Skibutter. Die Skibutter wird etwas zerkleinert, damit sie besser schmilzt. Nun rührt man um, bis alles geschmolzen ist. Dann kann man den Lippenbalsam bereits abfüllen, wenn man ihn ungefärbt mag. Dazu habe ich kleine Döschen, die man in der Drogerie oder im Internet kaufen kann. Weil ich auch noch gefärbten Lippenbalsam machen will, fülle ich den Rest in zwei Schälchen. Dann muss der Balsam mehrere Stunden aushärten, denn nur im festen Zustand kann man die Farbe einrühren. Zuerst muss der gehärtete Balsam geschmeidig gerührt werden. Dann gibt man einige Tropfen Lebensmittelfarbe dazu. Außerdem das Backaroma, zum Beispiel Vanille. Beides wird gründlich untergerührt. Der Lippenbalsam wird jetzt rot. Jetzt kann man den Balsam in Döschen abfüllen. Den Rand kann man mit einem Küchentuch säubern. Damit die Oberfläche glatt wird, kann man sie mit einem aufgewärmten Löffel glätten. Nun ist der rote Lippenbalsam fertig. Das gleiche wiederhole ich mit grüner Farbe und Apfelaroma. Der ungefärbte Lippenbalsam ist inzwischen auch ausgekühlt und fertig. Gutes Gelingen!